Und schon wieder zurück bei Rot Tod Redemption. Ihr Duo. Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo wir hier gerade gelandet sind. Und ich muss dazu sagen, es ist im Augenblick tatsächlich mitten in der Nacht. Ich bin eigentlich hundemüde. Das muss ich direkt mal dazu sagen. Und habe mir aber gedacht, Mensch, ich habe jetzt gerade so richtig Lust, nochmal ein bisschen aufzunehmen. Also eine Folge zumindest. Ne, damit ich nicht wieder in Zeitnot gerate. Was ist eigentlich das hier? War das das Haus, wo wir... Nee, das war ein anderes Haus. Was ist denn das hier für ein Haus? Wo habe ich denn hier gestartet? Lesen. Auf Anordnung des Richters Meredith Holden und der Gerichtsbarkeit des Staates Lemoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. Oh, zwangsenteignet. Aber ist denn offen? Okay, ich habe gedacht, wir können es einrennen, aber können wir offensichtlich nicht. Sind vielleicht hinten offen? Und wer hat denn hier gewohnt, dass hier zwangsenteignet wurde? Oh, warte mal, da geht eine Leiter runter. Kann man die benutzen? Ja, natürlich will ich gerne. Da seht ihr auch, was ich letzte Folge aufgenommen habe, nämlich genau heute. Also heute Mittag. Heute Spätmittag, heute Abend. Ja, es kann sein, dass ich heute so ein bisschen einfach nur vor mich hin prödle, weil... Oh, da ist Geld. Weil ich... eigentlich nur noch ein bisschen entspannen will bei Red Dead Redemption. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir für Leopold Strauss arbeiten, dann wird das mit Entspannen nichts. Und das hat man uns ja für heute vorgenommen, dass wir seine Quest mal erledigen. Jetzt kann ich wieder hochklettern. Hat sich ja voll gelohnt, hier runterzukommen für einen Dollar. Aber gut, wir haben es mal entdeckt. Ja, so wirklich was wird man hier, glaube ich, nicht finden. Pferdchen, komm her, wir müssen weiter. Wir haben Aufträge zu erledigen. Ach, was ist denn da hinten drin? Moment mal. Das sieht mir aus wie die Scheune. Und wir haben ja schon mehrfach erlebt, dass es sich durchaus lohnt, diese verlassenen Orte einmal etwas genauer zu erkunden, denn ich erinnere da nur an den Goldbarren, auf den ich ohne entsprechenden Hinweis auch nicht gekommen wäre. Aber hier ist auch nichts. Na gut, dann akzeptiere ich das einfach mal. Pferdchen, Pferdchen. Hallo. Hey there, girl. Hey there. So, ich habe mir schon einen Wegpunkt gesetzt zum guten Leopold Strauß. Und den Wegpunkt werden wir jetzt auch einfach mal folgen. Wir gucken, dass wir da mal ein bisschen zügig hinkommen. Oh, kommt jetzt wieder so eine komische Musik hier. Übrigens kommt immer noch die Anzeige beim Spielstart, dass angeblich mein Anzeigetreiber nicht richtig wäre, aber er ist richtig. Was ist passiert? Help me. Damn. Please. What happened to you? I need medicine. Here. Guck mal, wie gut wir mittlerweile sind. Geht's denn jetzt besser? Just tried that plan over there. And it was like a gunshot. Ich glaube, er hat sich auch erbrochen über sein Hemd. The one with the pink flowers. Tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Some things you learn the hard way. Yeah. You can say that again. Da bin ich ja froh, dass ich helfen konnte und vor allen Dingen gut, dass ich vorbeigekommen bin. Was wäre denn passiert, wenn ich nicht zufällig hier vorbeigeritten wäre mit Medizin in der Tasche? Gut, dass ich immer eine ordentliche Ladung Medizin in der Tasche dabei habe. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden hier das ein oder andere Leben durchaus zum Positiven verändern. Ist ja auch nicht so, als hätte man nicht schon das ein oder andere Leben gerettet. Gut, wir haben wahrscheinlich im Vergleich mehr Leben genommen als gerettet, aber...
Das kommt ja auch immer auf die Qualität an, nicht unbedingt auf die Quantität. Es kann ja sein, dass man 300 Leute erschießt, aber den einen rettet, wie zum Beispiel ihn da jetzt mit der Medizin, und der dann ein Heilmittel gegen, weiß ich nicht, gegen Doofheit erfindet. Oder gegen Ignoranz. Und dann ist die Welt ein besserer Ort, auch wenn man vorher 300 Leute in der wilden Schießerei abgeknallt hat. Auch wenn das natürlich nicht rechtfertigt, dass man 300 Leute in der wilden Schießerei abknallt. Im besten Fall knallt man niemanden ab. Aber es scheint mir hier tatsächlich so, und das deckt sich ja durchaus mit den Geschichten und Erzählungen aus dem Wilden Westen. Ja, dass da die Waffe vielleicht schon das ein oder andere Mal ein bisschen lockerer saß. Also da hat man nicht so lange gezögert und hat sich gedacht, naja gut, im Zweifel erstmal schießen. Ja. Stelle ich mir immer gerne die Frage, was sind da vorne? Spaziergänger? Da stelle ich mir immer gerne die Frage, was denn passiert wäre, wenn wir oder wenn einer von uns, wenn du oder ich in dieser Zeit gelebt hätten. Hey there, partner. Get out of my face. Calm down. Sure is good. Dass die mich immer alle beleidigen müssen. Was ist denn los mit denen? Ich bin immer freundlich zu denen. Ich grüße jeden, der vorbeireitet. Ja, aber irgendwie. Na gut. Na gut. Ich werde es mir merken fürs nächste Mal. Und werde trotzdem wieder freundlich zu den Menschen sein. Denn jeder Mensch hat es verdient, dass man ihm zunächst einmal freundlich begegnet. Da ist schon wieder so ein abgeranztes. Ich glaube, das war mal eine Farm oder sowas. Die Musik passt jetzt natürlich auch perfekt dazu. Der olle Klettermaxi hier. Ich würde gerne zum Kamin da hinten, weil im Kamin sind ja normalerweise immer Sachen versteckt. Na komm rauf. Komm, geh rüber. Och Mensch. Arthur. Stell dich doch nicht so an, wie der letzte Mensch. Huch. So. Aber hier im Kamin sind anscheinend keine Sachen versteckt. Na ja, gut. Aber lieber mal einmal zu viel reingeguckt, als einmal zu wenig. Was genau hier passiert ist, da gab es aber auch keine Hinweise drauf. Also... Beim letzten Haus hat man wenigstens den Hinweis, dass das zwangsversteigert wird. Lernen, die neue Kurve hier zu nehmen. Beim alten Lager war ich wenigstens schon gewohnt, wo man hingehen muss, beziehungsweise wo man die Kurve nimmt und wo die geheimen kleinen Waldwege sind. Jetzt kommt wieder jemand, begrüßt mich. Na? Who goes there? Arthur, dumbass. Look what the cat dragged in. Ah, die sind immer so freundlich im Umgang miteinander. Ich habe das Gefühl aber natürlich auch, wenn man dann so miteinander spricht die ganze Zeit, dann verroht man natürlich auch so auf diese Art und Weise. Naja, und irgendwann... Vorräte sehen eigentlich noch ganz gut aus. Wir waren auch schon länger nicht mehr im Camp und haben zusammen mit den Leuten irgendwie mal... Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Einhorn. Haben irgendwie mal mit den Leuten zusammen am Lagerfeuer gesessen oder so, aber... was ist mit ihm? Javier hat auch einen Auftrag? Javier, was? Einbruch. Angeln. Mit Kieran angeln gehen. Oh, das wäre natürlich eine schöne Sache. Kieran, müssen wir unbedingt nochmal mitreden. Ich hoffe, das können wir auch noch machen, wenn wir hier mit Herrn Strauss gesprochen haben. Denn das habe ich jetzt so lange vor mich hingeschoben. Jetzt will ich es natürlich auch endlich mal machen. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Ich muss gerade wahrscheinlich Schulden eintreiben. Ich weiß nicht, ob diese Quests immer da sind. Oder ob die nur hin und wieder erscheinen. Ich hoffe, dass sie nachher auch noch da sind, wenn wir hier fertig sind. Ah, Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess.
And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Das ist so ein Unsympath. Das ist unglaublich. Da könnte ich mich immer wieder drüber aufregen. Also ich, ja... Er glaubt zwar, dass er hier was Gutes tut, indem er hier für Essen und Trinken oder generell für die Versorgung Personen, die der Band Geld schulden, sind auf der Karte markiert. Er glaubt zwar, er würde was Gutes tun, aber ganz ehrlich, er ist auch nichts weiter als ein Kredithai, der im Zweifel bereit wäre, alles zu tun. Oder er ist ja nicht mal bereit, alles zu tun, denn selber eintreiben macht er ja nicht. Er schickt ja immer Leute los, die es dann machen müssen. Es ist so ein unangenehmer Mensch. Wo sind denn die da unten und wo... Da? Bitte was? Okay, wir sammeln erstmal hier vorne das Geld ein in Rhodes. Gwen Hughes. Pferd. Ja, er selber macht sich die Hände nicht schmutzig. Er muss auch nicht sehen, was dann passiert oder wie die Leute drauf sind oder was das anrichtet. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon lang und ausführlich drüber gesprochen. Und vielleicht bekommen wir jetzt die Möglichkeit, dann doch nochmal zu sagen, Mensch, wir machen das so nicht. Und ich will die Leute hier auch nicht ausnehmen. Auch wenn ich... Ich glaube, der Arthur macht diesen Job nicht gerne. Aber der Arthur hat sich ja auch selber schon mehrfach jetzt als... Naja, als Zugpferd, ne, Ackergaul. Früher war er... Das hat er zumindest selber gesagt. Früher war er... Ein bisschen das Aushängeschild der ganzen Bande. Und mittlerweile wird er halt nur noch für die Drecksarbeit abgestellt und für die Dinge, die einfach getan werden müssen, wo man so ein bisschen sicher gehen muss, dass das Ganze auch irgendwie funktioniert. Easy. Ja. I'm done listening to your bullcrap. All day, every day. I'm gonna knock you upside your head. Get back to work or I bust a pair of you. That's all them not. Gotcha. This ain't how it looks. I can't believe that worked. You even know what you're doing? I know how to take care of myself, partner. So, what's your plan, anyway? Plan? I plan not to get caught. Everyone guess what's coming, don't they? Nein! Bleib hier! Ja. Das ist ein Gefängniswagen. Weißt du, wie teuer wir den verkaufen können? Schön hier stehen bleiben. es tut mir leid, aber wir haben gerade einen Sheriffsstern. Oh, Gesetzeshüter plündere ich nicht. Es ist völlig egal, Sträflinge haben nichts dabei. Es ist nämlich völlig egal, wie viel oder wie weit ich von den Leuten entfernt bin. Aber die merken sofort, wenn ich irgendwie einen Gesetzeshüter plündere oder sowas. Und dann gibt es sofort Strafe. Ist die Frage, ob wir mit diesem Gefängniswagen hier überhaupt durch die Gegend fahren dürfen, ohne dass das irgendwie Probleme bereitet. Dürfen wir den einfach so verkaufen? Oh nein, jetzt habe ich wieder diesen Kartenfehler. Oh Mann. Ich sehe es gerade in der Aufnahme. Es tut mir unfassbar leid wegen diesem Kartenfehler, aber ich kann ihn nicht... Ich werde ihn einfach nicht los. Ja, das wird ja eine schöne Fahrt. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Boah, ich wollte doch nur Geld, aber dann können wir vielleicht in Strawberry einfach Geld kassieren gehen. Mein Pferdchen kommt bitte mit. Dann können wir vielleicht einfach in Strawberry erstmal das Geld kassieren gehen dann danach. Aber wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, das sind mit Sicherheit wieder $40 für die Bande. Und der Wagen gehört ja aktuell sowieso niemandem, ne? Also insofern kann man den auch mal einer besseren Verwendung zuführen, wie man so schön sagt. Ne? Das ist ja herrenloses Gittermodell, das hier in der Walachei rumsteht.
Das würde jetzt einfach vor sich hinrosten. Das ist ja auch Umweltverschmutzung. Ich sehe mich hier also eher als Verschrottungsunternehmer, der auch dafür sorgt, dass solche Wagen nicht... Aua. Wow. Muss ein bisschen vorsichtiger fahren über die Brücken, glaube ich. Ja, Verschrottungsunternehmer, der so ein bisschen dafür sorgt, dass hier auch nicht der Schutt einfach in der Gegend rumsteht. Und wieder haben wir Gerechtigkeit getan und das Ganze nur durch zwei Schüsse. Vielleicht. Vielleicht hätten die beiden mich ja irgendwo hingeführt, ich weiß es nicht. Man kann das hier nie wissen. Vielleicht hätten wir uns ihren Plan anhören sollen, aber... Ganz ehrlich, das waren zwei Verbrecher, die offensichtlich... Das klingt immer so ein bisschen skurril, wenn ich hier sitze oder wenn der Arthur da sitzt. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. Wenn der Arthur da sitzt, der ja nun mal im Grunde eigentlich mit einer der größten Schwerverbrecher überhaupt ist. Aber er ist nun mal gerade dafür zuständig, hier Recht und Gesetz durchzusetzen. Und das tun wir. Das tun wir sehr erfolgreich. Jetzt ist es gar nicht mehr so weit. Ich meine, mich hier an diesen Streckenabschnitt erinnern zu können. Boah, ich muss ganz dringend mal. Ich habe ja zu Weihnachten habe ich ja ein Büchlein geschenkt bekommen mit Sprachübungen, die ich eigentlich auch bisher versucht habe, in regelmäßigen Abständen einzuhalten. Einfach, weil mir selber aufgefallen ist, dass ich immer wieder viel, viel, viel zu schnell rede. Und vor allen Dingen auch viel, viel, viel zu schnell vorlese. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe gerade noch so viel zu sagen, dass ich versuche, mich dann irgendwie beim Reden auch noch zu beeilen. Damit ich auch nicht vergesse, weil ich gedanklich irgendwie immer schon mal 37 Schritte voraus bin. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich langsam rede, dann wirkt das so gestellt. Nach dem Motto, und dann trat ein junger Mann auf den Plan. Und er überfiel eine Kutsche, die er dann mit sich nahm und bei einem Hehler in der örtlichen Kleinstadt verkaufte. Also gut, das ist ja vielleicht auch ein bisschen zugestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Man fühlt sich dabei nicht so ganz wohl. Das ist für mich wertlos. Dann behalt den Schrott doch. Lass ich jetzt hier einfach in der Walachei rumstehen. Dafür bin ich jetzt hin und her gefahren? Ernsthaft? Okay, alles klar, das merke ich mir fürs nächste Mal. Keine Gefängniswagen mehr klauen, die bringen nämlich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Dann hätte ich die beiden ja auch verfolgen können. Das wäre dann wahrscheinlich der einfachere Weg gewesen. Naja. Ach so, wir haben übrigens noch eine Mission für Maika. Vielleicht sollten wir die auch irgendwann ganz dringend mal angehen. Vielleicht sogar bevor wir die anderen Missionen machen. Aber erstmal die ganzen weißen Missionen abschließen. Und dann mit den gelben fortfahren. Nee, aber was ich meine, ich habe halt so das übliche Sprechtempo. Und ich habe ja schon gewisse Sprachallüren, die ich mir im Laufe des Let's Plays oder des Let's Play-Daseins eigentlich schon versucht habe abzugewöhnen. Der ein oder andere, der wird sich noch daran erinnern, dass ich zu Beginn ganz gerne mal Fich und Tich gesagt habe. Oder Fleisch. Und mittlerweile versuche ich schon, ne, auch bei dem Ich, ja. Wie es richtig ausgesprochen wird, ist schwierig für mich. Ich bin Rheinländer, der eine oder andere weiß das. Und bei uns kennt man halt nur Fisch, nee, nicht Fisch, sondern Fisch und Tisch und Fleisch. Aber ich bin mittlerweile auf einem guten Weg, glaube ich. Ich bin mittlerweile auf einem guten Weg, was das betrifft, dass ich bezüglich Fleisch und Fisch auch das SCH mittlerweile aussprechen kann. Also ich übe in regelmäßigen Abständen die Stimme richtig zu benutzen, weil ich auch normalerweise ein Mensch bin, der eigentlich relativ viel redet. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen tatsächlich dann auch Schwierigkeiten bereitet, ist eben, wenn ich so im Flow bin, wenn ich jetzt unbedingt irgendwas erzählen muss, weil es mir gerade durch den Kopf geht, dann habe ich immer noch das Problem, dass ich Silben verschlucke, dass ich mich 23 Mal verhasple. Und das ist meistens, wenn ich irgendwas ganz schnell erzählen will, weil mir das gerade durch den Kopf geht, so wie das, weil mir das gerade durch den Kopf geht, dann sage ich nicht, weil mir das gerade durch den Kopf geht, sondern weil mir das gerade durch den Kopf geht.
Und ja, ich bin sicher, die meisten von euch werden das kennen, dass man ab und zu mal Silben verschluckt. Und das ist normalerweise im alltäglichen Sprachgebrauch, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Also das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann macht das, glaube ich, jeder. Das Einzige, was wo es halt tatsächlich unangenehm werden kann, und das habe ich selber gemerkt, weil ich schaue ja durchaus auch gerne sehr, sehr viele Let's Plays. Also ich gucke im Grunde kein normales Fernsehen mehr. Und bei mir läuft im Prinzip 24 Stunden am Tag. Na gut, das ist jetzt auch übertrieben, aber wenn ich gucke, und meistens gucke ich auch nebenbei, wenn ich irgendwie arbeite hier am PC. Wenn ich gucke, dann gucke ich meistens irgendwelche Let's Plays oder irgendwelche Videos auf YouTube oder irgendwelche Streams. Das ist meine Unterhaltung, da fühle ich mich wohl dabei. Und ich merke halt, dass das tatsächlich relativ schnell anstrengend werden kann, wenn man jemanden hat, der immer wieder Silben verschluckt oder, naja, sich, was das betrifft, völlig vertut, auch in dem, im Sprechen oder wenn man beim Vorlesen. Hey, better not have a problem with this friend. Hey, get yourself out of there. You don't like visitors, huh? You goddamn idiot. You don't want to see what happens if you don't leave. Und was ist jetzt passiert? Oh nein, die Welt geht unter. Er hat seine Drohung wahrgemacht. Meiner Meinung nach hast du hier gerade zwei Leute ausgeraubt. Und zwar eine Frau und einen Mann. Es ist wirklich schwierig für das Gesetz. Für das Gesetz zu arbeiten. Ständig müssen wir irgendwelche Leute erschießen. Naja, wieder mal für Recht und Ordnung gesorgt. Die Geier werden den Rest erledigen. Und was ist das? Jemand zu Hause? Scheint so, als hätte sich hier jemand wirklich gemütlich gemacht. You look like you're up to no good. So I reckon it's time you left. Bin schon weg. Calm down. Hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert, wenn einfach ein Fremder in meine Hütte reinspaziert. Hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert. Ist aber anscheinend wirklich nur ein ganz normaler Rancher. Also alles gut. Es war nur eine ganz normale Routineinspektion hier. Ich bin der Sheriff. Hast du nicht gesehen? Meine Güte. Muss man direkt so ausrasten. Naja. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich schaue selber sehr viel. Und wie gesagt, da kommt es mir dann immer so ein bisschen... Es ist nicht eins meiner Hauptkriterien. Das Hauptkriterium für mich ist, was ich bei Let's Playern oder so nicht so wirklich mag, ist eben dieses extrem Übertriebene. Also wer hier schon länger dabei ist, der weiß, ich bin für gewöhnlich eigentlich immer ein sehr ruhiger Mensch. Und selbst bei Dingen, die ausarten oder hitzigen Feuergefechten oder, weiß ich nicht, Situationen, die mich völlig überraschen, sitze ich jetzt auch nicht hier und sage, was? Nee, Alter, ey, ich raste aus, was? Also sowas mache ich nicht, ne? Und ich versuche die Spiele normalerweise auch relativ ernst zu nehmen, weil das für mich, dachte die Herren, I wanted to share a bedroll with anyone else. I wouldn't be out here. Scram, okay? You forgot yourself a minute there. Dass die aber auch immer alle so unfreundlich sein müssen. Ja. Ich nehme Spiele normalerweise relativ ernst. Es gibt wenige Ausnahmen mit Spielen, die halt auch wirklich sich selber nicht so ernst nehmen. Aber ansonsten ist mir das schon wichtig, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, in das Spiel eintauchen zu können. Und dabei ist es dann völlig irrelevant, ob das irgendwie ein Spiel von 1990 ist. Siehe Schicksalsklinge von 1993, 94. Oder ob das ganz neue Spiele sind, wie eben Red Dead Redemption oder zum Beispiel Greedfall. Oder was weiß ich, selbst Wirtschafts- und Aufbausimulationen. Da kann ich mich auch freuen und da kann ich mich auch mit
viel Leidenschaft dahinter setzen. Aber, naja, ich würde es deswegen nicht zum Klamauk werden lassen. Das ist eigentlich das Hauptkriterium an Let's Playern, die ich mir gerne anschaue. Dass es eben nicht nur purer Klamauk ist und pures, naja, wie sagt man das? Oh Gott, ist das schön hier! Kopfgeld. Oh, oh! Moment, das habe ich doch bezahlt. Ach nee, nur da am Fluss. Okay, alles klar. Ja, das ist, dass man nicht das Gefühl hat, man ist in so einer Clowns-Show, wo das Spiel eigentlich völlig zweitrangig ist. Und nur der... Habt ihr gerade was gehört? Hey, Mister! Help me! My horse died and I'm stuck here. You gotta help me, Mister! Sure, I can help. How about we skip the small talk, eh? Ich wollte nur freundlich sein. Ich wollte nur freundlich sein. Ihr habt es alle gesehen. Dankeschön für den Dollar. Ach ja, so ist das. So ist das. Ich will hier nur von einem Ort an den anderen reiten. Wie viele Leute habe ich da auf dem Weg jetzt schon umgebracht? Ich kann es schon fast nicht mehr zählen. Naja. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Jetzt bin ich wieder vollkommen raus hier wegen dem. Verdient eigentlich auch eine Kugel. Ja, aber, ja, wie gesagt, ich schaue sehr viel. Und wenn das nicht um den Klamauk ist, aber es fällt mir halt dann durchaus auch auf, wenn man als Let's Player oder wenn man als jemand, der viel in der Öffentlichkeit redet, und das ist ja hier quasi Öffentlichkeit, auch wenn nicht wirklich viele Zuschauer da sind, sagen wir mal ehrlich, ne, das muss man ja. Aber es sind die Zuschauer, die mir ans Herz gewachsen sind. Nämlich du und du und du. Und du natürlich auch. Ne? Ihr seid die, wegen denen ich hier das Ganze mache. Und die mir wirklich auch jeden Tag die Freude daran bereiten. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass ich gerade für diese, und lass es nur 10, 15 Leute sein, die hier wirklich regelmäßig zuschauen, dass die auch wirklich ein schönes Zuhörerlebnis haben. Ich habe ja mittlerweile schon mitbekommen, dass es den ein oder anderen gibt, der die Let's Plays dann irgendwie nachts oder abends laufen lässt zum Einschlafen und dann nur so im Hintergrund, dass eigentlich gar nicht so wirklich zugeschaut wird, einfach laufen lassen und einfach nur zuhören. Und das finde ich unfassbar, das ist ein unfassbar großes Kompliment. Das freut mich dann immer ungemein und gerade deswegen war ich auch so erpicht darauf, dass ich einfach nochmal ein bisschen an der Stimme feile, weil es mir dann auch wichtig ist, dass das Zuhören Spaß macht. Das ist ja quasi wirklich wie bei so einem Hörbuch. Das ist ja genau so eine ähnliche Angelegenheit. Das meine ich auch. Das sind Wortschöpfungen, da kannst du eigentlich nur den Kopf schütteln. Gibt es da hinten Kopfgeld? Sehe ich das gerade richtig? Da können wir ja gerade noch ein Kopfgeld einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Ja, schönen guten Abend. Jetzt muss ich aber erstmal Geld eintreiben. Na, wo treibt der Racker sich denn rum? Der muss ja hier irgendwo sein. Wahrscheinlich eher auf erhöhtem Gelände. Oder bei dem Friedhof da. Das war mal ein schöner Friedhof, jetzt nicht mehr. Ups! Oh mein Gott, das tut mir so leid! Guten Abend, der Herr. Wynn Holmes? I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more than cover what I owe.
If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. We'll, need our horses. It's, quite a trip. Yeah. All right, drive, boy. Let's get where we're going. Drive! Okay, follow me. Naja, immerhin hat er eine Möglichkeit. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German-speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? Am I at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating, a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. Muss ja hier immer den Bösen spielen. Aber ich finde es gut, dass er ihm die Chance lässt, einfach mit auf Jagd zu gehen, damit er wirklich bezahlen kann und nicht ihn einfach nur verprügelt und sagt, bring das Geld. Hey, how about this then? I guarantee repayment. Because I'm gonna get that money out of you. If I gotta squeeze you like a lemon, it's coming out. Yeah, of course. We're on to it now, okay? We're on to it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflowers, the cash is in that cougar. It better be, or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Natürlich praktisch, dass wir uns hier nachts auf den Weg machen. We ain't too far now. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? Big thing about cougars is they see you. Not the other way around. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors. Not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Drive. Wir kommen in kalte Gefilde. Ich weiß nicht, ob wir dafür... Aber ich meine, wir hätten dafür ein Outfit mit dabei, falls es wirklich zu kalt werden sollte. This is it. Her den. We should leave the horses. Aber ich nehme meine Gewehre mit. Ganz ehrlich, ohne Gewehre gehe ich da nicht hin. Beide genau. Get down. They'll be here when we come out. All right. Show me. You'll see her soon. Quiet now. Won't be able to miss her shining in the dark. Ja, ich würde gerne die Laterne nehmen, aber... Oh ja, da höre ich ihn schon. Aber ich habe gerade eine zweihändige Waffe in der Hand. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. And look out for. Yeah. Hier hat schon mal jemand gegraben und wurde offensichtlich auch gefunden. Na toll, jetzt muss ich ja. Pass auf, wir nehmen die Pistole. Und nehmen... Das war's nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Wo ist denn meine Laterne?
Wo ist denn... wo ist denn meine Laterne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Oder war das hier? Ach, hier war das, glaube ich, oder? Dynamit, hier ist die Nahkampflampe. Okay, alles klar. So. Kann ich hier noch den Revolver in die Hand nehmen? Jawohl. Dankeschön. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Ich glaube, das war's mit unserem Geld, aber wir können zumindest noch... Wir können vermutlich zumindest noch das Fell mitnehmen dann. Don't mess around with me, boy. She got him. Crap. Damn dead deader. Oh, penniless idiot. Ups, da habe ich direkt wieder Ruf verloren, weil ich den armen... hier ist noch einer. Komm raus, wo immer du bist. Der war hinter mir. Die Sau. Nein. Dem Mama im wahrsten Sinne des Wortes eine ordentliche Ladung in den Arsch verpasst. Heiliger! Das hat wahrscheinlich das Fell versaut bis zum Gehtnichtmehr. It's Wyatt. That'll be rare. Ich muss mal gerade... Achso, ich kann jetzt nichts essen, oder was? Hier. Ich kann es gerade nicht essen, weil ich voll beladen bin. Ja, super. Ich komme gleich nochmal raus. Ich komme gleich nochmal rein. Weil ich schon noch gerne den Rest der Höhle erkunden würde. Jetzt aber auch erstmal das Fell ablegen muss. Und dann was essen sollte. Ganz, ganz, ganz dringend, bevor ich dann... Bevor ich hier noch verrecke. Get out of here, horse. Man ain't coming. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen will. Ich glaube, das wird sinnvoller sein, wenn ich das irgendwie zum Lager bringe, nach dem Motto, hier, na komm, wir nehmen Kekse. Nee, haben wir nicht irgendwas Sinnvolles, was uns auch wirklich, da, Dosen Erdbeeren, glaube ich. Jawohl. Lecker. Und gleich nochmal eine, die gute amerikanische Natur, wer schätzt sie nicht? Stück Käse, gibt's auch oben drauf, gibt auch wieder ein bisschen Dead Eye. So, erstmal eine Dose hier in die Höhle vom Puma schmeißen, die immer noch hier runterrollt. Arthur, du bist ein Schwein. So, jetzt habe ich es gesagt. Meine Lampe. Ich hoffe, das war der einzige Puma, der hier rum... Aber wie dieses Mistvieh sich auch von hinten angeschlichen hat. So übel, das Ding. So, ich bin wieder vollständig. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Hier hat jemand ein Lager aufgeschlagen. Offensichtlich wurden hier mehrfach Leute. Offensichtlich wurden hier mehrfach Leute Opfer dieses Pumas, die hier ihr Lager aufgeschlagen. Oh mein Gott. Ja gut, das sind Tierknochen. Das sind Tierknochen, aber da hinten liegt noch jemand. Kann ich aber nur aufheben. Hat sich offenbar auch hier rein verirrt. Das wäre das perfekte Walking Dead-Szenario. Ich werde hier gerade ein bisschen irre in der Höhle. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mich irgendwas verfolgt.
Okay, also ich glaube, da drin werden wir nichts mehr finden, aber wir können das Fell verkaufen. Jetzt ist natürlich unsere Weste komplett blutverschmiert. Wir können aber das Fell verkaufen. Und da wird uns auch schon der nächste Butcher angezeigt, zu dem wir angeblich hin sollen, um das Ding dann zu verkaufen und die Quest zu beenden. In Strawberry, und da reiten wir jetzt nochmal eben hin, weil ich jetzt neugierig bin, wie viel wir denn für dieses Fell dann letztlich bekommen. Und wenn das jetzt irgendwie so 5 Dollar oder so sind, dann hat der gute Mann nämlich sein Leben gegeben, um Schulden im Wert von 5 Dollar zu bezahlen. Das fände ich dann schon ein bisschen arg. Ein bisschen arg. Machen wir ein bisschen Hackengas hier. Müssen ja auch das Pferd nochmal trainieren. Na, und das Pferd sollte auch dringend nochmal was essen. Sehe ich schon gerade. Da kümmern wir uns dann drum, sobald wir angehalten haben. Dass das Pferd ein bisschen was zu essen bekommt. Dann wird nochmal ordentlich gestriegelt und gestreichelt. Oh Junge, muss ich mal vorbei. Wie Strawberry Kopfgeld 210. Jetzt nicht mehr? Ist jetzt Kopfgeld oder nicht? Eher nicht so, oder? Ich meine, ich könnte es verstehen. Aber offensichtlich haben sie gerade kein Problem mit mir. Alles gut, ich bin in friedlicher Mission hier. Ich will nur ein Fell verkaufen, sonst nichts. Vielleicht sollte ich das Kopfgeld auch einfach mal komplett bezahlen, oder? Ja, ich würde deine Sachen verkaufen. Na, ich. Hier, verkaufen. So. Und zwar bekommen wir dafür. Na gut, 41,80 Dollar. Das ist nicht schlecht. Wo haben wir das denn noch her? Ich glaube, das war auch vom Puma, oder? Der Fell erhalten gleich. Okay. Zack, 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 zack. Seems I buy this near every day. Schulden erfolgreich eingetrieben. Thank you. Hey, feller. Mister. Alles ist cool. Hier muss niemand ausrasten. So, damit hätten wir die ersten Schulden eingetrieben. Jetzt müssen wir nur noch die zweiten Schulden eintreiben. Da wurden wir ja davon abgehalten, indem wir erstmal diesen Gefängniswagen hier quer durch die Walachei kutiert haben. Aber das werden wir auch noch hinbekommen. Kopfgelder. Ja, wo es gerade da nochmal angezeigt wird unten, das könnten wir uns tatsächlich nochmal angucken. Steckbrief. Wisst ihr was? Das machen wir auch einfach mal. Aber ich sehe gerade auf den Timer, das machen wir in der nächsten Folge. Darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.